Ja. Habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung. Herzlich zurück bei Prison Architect. Ich will immer nur Factorio sagen. Obwohl das eigentlich schon lange her ist, aber es ist irgendwie so eingespielt bei mir. So, unsere Gefangenen werden gerade lecker verköstigt. Und wir arbeiten gerade an der Reinigung. So. Natürlich beschleunigen wir das Ganze nochmal. Wie geht es unseren Gefangenen? Wir kriegen ja bald neue Häftlinge. Wie viel sind denn das mal? Häftlinge. Arbeiten, Tagesordnung, Einlieferung, alle. Verfügbar einer. Dann machen wir das jetzt mal so. Will lieber welche mit niedriger Sicherheitsstufe. Mahlzeiten 4, Häftlinge mehr. Sitzt, sitzt, das ist sehr furchtlos, schnell und Anführer. Was machst du? Unbekannter Ruf. Du bist Christopher Mars. Ah, der sitzt jetzt auch hin. Sitzen alle schön gemeinsam an einem Tisch. Du verfolgst jetzt. Halt. Du. Page. Oh, ich brauche nur eine Einzelzelle. Da passen nur zwei rein. Zu wenig Kapital. So, wie viel brauche ich denn da? Das weiß ich nicht. Beschleunigen wir das Ganze einfach noch mal ein bisschen. Wir kriegen jetzt 1500, ja? Das kann ich mir nicht anschauen. Da war erst ein Finanzheini da. Der Vorarbeiter, was macht der? Folgen schließen. Der macht recht. Wenn ich jetzt Geld hätte, könnte ich jetzt die Gefängnisarbeit machen. Habe ich aber nicht. Ich habe kein Geld. Ist. Hundeführer überwachen. Ah, das wird die Überwachung. Kann ich mir das jetzt schleichen? Die Einzelzelle? Dann schauen wir mal. Also wenn das bis hierher geht, dann geht es bis hier rüber. Und es geht. Ach, es geht sie genau aus. Also eins. Zwei, drei. Da kommen drei so Einzelzellen hin. So schön. Ein Besucherraum müssen wir auch noch machen. So mal spazieren. Die schlafen alle schön. Das ist doch schön. Irgendwo müssen wir dann diesen Laundry-Raum reinmachen. Ach, den können wir da reinmachen. Objekte. Da haben wir eh schon alles drin. Räume, Besucherraum, Putzmittelschrank, 3x3, den haben wir. Und
Leichenhalle, Sicherheit, Krankenschutz, Hungerei, Forstbetrieb, Waffenkammer, Kapelle, Bewährung, Lagerraum. Wo ist denn der? Wischerei. Gefängnisarbeit brauche ich dafür. Wieso geht es einfach mit 3000? Erstens Gefängnisarbeit. Zweitens Test. Und drittens brauche ich unbedingt eine Einzelzelle. Kann ich wegen Scheißen. So, wie sieht's aus mit unserem. Braucht noch eine Zeit. Micromanagement. Die gammeln auch die ganze Zeit nur in der Kantine rum. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir morgen nicht so viele Leute kriegen. Ah. Anzahl pro Tag. Einer. Zwei. Machen wir mal so. Jetzt müssen wir mal schauen. Den normal haben. Brown. Bekannte, was ist durchschnittlich? Zellenqualität 0. Ein Tag ohne Vorfall. Anführer schnell. Bandenmitglied. The Forest ist Bandenmitglied. Fruchtlos. Unbekannter Ruf. Extrem stark. Stoisch. Die hat nichts. Den doch suchen wir doch jetzt mal einfach. Den Mars auch. Weil die da einfach mal davon einfach rumgammelt sind. Das gefällt mir nicht. Gemeinschaftszelle, zu wenig Kapital. Ah, jetzt haben wir irgendwas erforscht. Ich hoffe, das war das Richtige. Nicht die Werkstatt, die Wäscherei brauchen wir. So, Materialien. Eine Ziegelwand. So. Dann braucht man das nur eine. Da fehlt jetzt eine Waschmaschine, Wäschekorb und ein Bügelbrett. Ein Bügelbrett. Wäschekorb und eine Waschmaschine. Zu wenig Kapital.
So, du bleibst jetzt erstmal für intrigiert. So. Ah, was haben wir da? Found 1477. Polaroids. Macht es jetzt die Waffe? Wäschekorb nach Rezeption. Dann haben wir keinen ehemaligen Polizisten. Das ist mir schon mal passiert. Da ist dann einfach ein Polizist bei mir reinkommen. Ich habe es nicht mehr gehabt. Ja, und der hat nicht lang gelebt. Schon schön, die Kosten. Tausende. Im Moment haben die ja nicht einmal ein Fenster. Wäschekorb. Können wir jetzt da Logistik? Ah, da kommen wir jetzt da. Lass mal einfach mal selbst da drin arbeiten. Benötigt Sicherheit und Hygiene in der Küche. Das haben wir nicht. Raumqualität. 0 von 0 Temperatur. Hm. 17, 21 Grad. 23, 35, 30 Grad. Da ist recht warm. In der Dusche ist es auch kalt. Da haben wir nur 9 Grad oder 8 Grad. Naja, wenn ich jetzt die Tür zumache, macht das irgendwas? Wenn jetzt das sagt, Temperatur 7, 8, nee, sagt, macht gar nichts. Privacy, Recreation, Drugs. Was willst du? Recreation. Gefängnisarbeit. Ja, da habe ich jetzt schon mit dabei hinzugeordnet. Da fehlt nur die Waschmaschine. Was können wir denn jetzt an Zuschüssen beantragen? Wohlergehen muss. Ach, jetzt haben wir sowas gemacht. Bauen Sie eine Krankenstation, zwei Ärzte, einen Psychologen. Na toll. Abbruchkosten. Jetzt bin ich im Minus. Na toll. Verwahrzentrum. Ein Buchhalter soll ich einstellen. Ja, wenn ich Geld hätte. Personalraum lassen Sie fünffachen ohne. Sagen Sie dafür, dass keine Ehrenamt erschöpft ist. Das könnte man noch mal Besuchsrechte. Wir brauchen Buchhalter. Büro hätten wir noch. Personal. Was ist ein Tausender? Gehst jetzt mal da rein. Und du gehst mal dahin. Warum die ganze Zeit da in dieser blöden Kantine rumgammeln? So, und du gehst jetzt da rein. Schläft, schläft, schläft. Bandenmitglied des Häftlinge.
gut, dass ich den Warmwasserboiler da reingemacht habe. Muss ich die Duschköpfe eventuell mit Warmwasser versorgen? Ich weiß es nicht. So, was für Räume gibt es jetzt noch? Gemeinschaftsraum, Werkstatt, Bücherei, Bewährung, Laden, Postraum. Jetzt würde ich sagen, jetzt kommt hoppala, das so alles hier so rein. Dann hier hinten, dann haben wir dann einfach nur einen großen Zellenblock. Haben wir hier die Gemeinschaftsunterkünfte, die Verwahrzelle, Besucherraum kommt noch rein. Den Besucherraum, den mache ich dann hier rein. Und die Verwahrzelle ein bisschen weiter hier rüben. So, das Ganze beschleunigen wir jetzt nochmal ein bisschen. Ich brauche Geld. Ja, ich nehme jetzt einfach nur den nächsten Zuschuss. Gefängniswartung. Da kann ich mal ein bisschen mehr. Da habe ich ein bisschen mehr schon davon. Gartenpflege, ein Haus, zwei Hausmeister. Personal. Hausmeister. Die Hammer. Ein Gärtner, das geht jetzt noch nicht. Machen wir erstmal das. Jetzt die Waschmaschine. So, dann gehen wir mal in die Logistik. Halt, na, Versorgung. Die Waschmaschine braucht entweder Strom oder Wasser. Also Wasser wird es auf jeden Fall brauchen. Das warten wir jetzt einfach nur schnell ab, bis die aufgebaut ist. Bis er die bringt. Ich ihm die Tür auf. Ich mache einem anderen auf. Ich soll einen Gärtner einstellen. Und den Buchhalter, den kann ich jetzt nicht mehr gleich einstellen. Dann habe ich den anderen auch schon frei. So. Und da. So. Strom braucht's. Kein Wasser. Egal. Drugs, Drugs, Drugs. Alle wollen Drugs. Brooksfield. Du warst was? Force Accounting. Und du warst? Angriff auf einen Polizisten, weil das war eine Körperverletzung. Ach, Wasser brauchen wir auch. Gut. Das kriegen wir hin. Und bei den Objekten haben wir noch einen. Noch einen Duschkopf hin. Ja, da können wir noch eigentlich irgendwo so ein Tischobjekt. Einen Tisch. Machen wir so hin. Freizeit. Arbeit entsprechend. Die Pflege gehen ins Gefängnis zur Arbeit. Alle freien Arbeitsplätze werden belegt und die Häftlinge melden sich automatisch an der Arbeitsstelle. Das können frei aus. Auch Besserungsprogramme finden in der Arbeitszeit statt. Häftlinge ohne keinen werden in der Eingesperrtzeit in den Zellen festgehalten. Aha, okay. Aber ich sehe mich einmal schon wieder bei 20 Minuten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Servus und für Gott.